Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Wir versuchen gerade irgendwie Aris zu befreien und ich habe keinen Plan, wo wir jetzt hin müssen. Weiß nie. Warten auf alle Fall vor irgendwie zum Hauptgebäude. Von Schiller irgendwie zu gelangen. Hat sich ja gelohnt, das Geld nicht zu klauen. Wo können wir jetzt wohl hin können? Der Typ hier macht mir immer noch Sorgen. Also, ich nehme stark an, dass wir hier nichts mehr zu tun haben. Na, Mord wie diesem bräuchte man mehrere Leben. Das wäre immer noch nicht genug. Wie wär's mit etwas Materia? Ah, das reicht. Von jeder ein. Die Materia sollte eigentlich ganz gut klappen. Wir sind von da gekommen. Ah ja, die Kirche. Wäre das nicht eine Idee? Wieder zu der zurückzugehen. Warum komme ich da nicht rein? Oh, anscheinend geht das nicht. Aber hier gibt es noch einen Weg. Ja, die Tür hier ist zu. Hat also auch keinen Sinn. Nun gut. Oh mein Gott, ein Kampf! Seltsam. Ich glaube, ich rede noch mal mit Amis Mutter. Weg zum Shinra-Gebäude. Müssen wir noch mal den Weg hier zurückgehen, oder wie? Finde ich etwas doof, aber nun gut. Oh, heute kein Haus als Gegner, das ist gut. Eine neue Materie.
Analyse. Ja, dann Sektor 8 wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwie wollte ich nicht wirklich was sagen soll, aber ich bin ganz halt nur bis zum nice. Willst du mal was Tolles sehen? Komm mal mit. Die sind alle an den Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das. Könnten wir da hochklettern? Ja, da sehe ich die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern an dem Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch es geht? Natürlich geht das. Schau, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Okay, ja. Für mich sieht es aus wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Gut, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, um einmal zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich bei uns, aber ich kann dich verstehen. Oh mein Gott, wir probieren es. No mercy. Oh Mann, das ist grausig. Hier ganz schön immer, nicht was? Papa hat mir gesagt, dass Shinra dahinter steckt. Das ist korrekt. Gut. Und jetzt? Wenn ich vielleicht eine Batterie anlege, könnte der Propeller laufen. Eine Batterie brauchen wir. Ja, wo zur Hölle finden wir jetzt eine Batterie? Ja. Also hier oben ist ganz klar keine Batterie. Ja, dann wieder runterklettern. Eine Batterie. Hier wird bestimmt keine sein, aber wer weiß. Nee, ist wirklich alles leer. Der Boss hier könnte noch hier sein. Ne, der ist auch abgehauen. Nun gut. Ne Batterie.
Das soll wohl ein Tipp sein. Ja, bestellen. Gym? Ne, was ist das hier? Waffenshop, ja. Hat nichts Besseres. Du willst die Plattform hoch? Hier, nimm eine Zinkbatterie. Du willst mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast? Hey, das wusstest du, aber ich habe sie repariert. Warum baue ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst. 100 Geld pro Stück? Pro Stück. Willst du mich? Okay, ich nehme sie. Gut. So, damit haben wir die Batterie. Und das bedeutet, wir können wieder hier hochklettern. Na toll. Mit der komplett übertriebenen Musik, die viel zu episch ist für diesen Strang der Hoffnung da. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Gut. Ich schätze, ich muss dem Verkäufer einfach glauben. Wahrscheinlich hat zu laufen. Die Frage ist, was haben wir davon? Ja. Schön, was ist das hier? Das hat überhaupt nichts gebracht. Ah ne, jetzt kann ich so herumspringen. Gut. Sag mal, was für ein normaler Mensch klettert so herum? Hier brauche ich auch eine Batterie. Die scheint die einzige Chance zu sein, auf die Schranke zu springen. Ich könnte es schaffen, wenn ich springe, bevor sie mir zu nahe kommt. Verwende okay zum Springen. Nice. Die Frage ist, was haben wir davon? Toll, wir müssen da hinten eine Batterie einlegen, wieder zurück. Dann komme ich schon nicht zurück. Aber ich glaube, ich muss die Batterie da irgendwie anlegen. Vielleicht herunter. Ah ja. So. Wirklich. Gut.
Ja, das Kabel rauf. Dann hier hoch, dann hier runter. Dann hier rauf. Gut. Ui. Cutscene. Ich glaube, genau so weit habe ich gespielt damals. Ja, ich glaube schon. Hey, du solltest dich in diesem Gebäude auskennen. Ich weiß nicht, da fällt mir ein, dass ich das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin. Ich hab schon davon gehört, die Stockwerke über dem 60. sind besondere Etagen und selbst Angestellte können nicht einfach da hoch. Dort haben sie vermutlich alles hingebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt ziemlich locker. Okay, lass uns gehen. Warte einen Moment, du willst doch nicht einfach direkt durch den Haupteingang gehen. Was denn sonst? Ich werde China zeigen, was Sache ist und dann? So geht das nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Da gibt es keinen anderen Weg. Wenn wir weiter so unsere Zeit vergeuden, wird alles. Das weiß ich, aber wenn sie uns hier erwischen, du Cloud, was sollen wir tun? Wir sollten uns reinschleichen. Siehst du, wir müssen vorsichtig sein und einen anderen Weg suchen. Gut. Reinschleichen. Das bedeutet hier links rum. Na, hier haben wir ja was. Du willst die ganze Treppe? Na, irgendwie müssen wir dazu auskommen. Da hochlaufen ist der Folter. Ich habe keine Zeit, mich mit dir rumzustreiten. Geht's hier auch nicht runter? Ne. Okay. So, hier ist der sicherste Weg. Und wenn wir jetzt einfach durch die Vordertür reinplatzen, dann wird ja jeder uns sehen. So. Ich hoffe nur, dass da oben jetzt keine Sackgasse ist. Weiß nicht, warum zum Teufel wir die Treppen nehmen müssen. Weil wir kein Aufsehen erregen wollen, solange wir Abyss nicht gerettet haben. Falls das überhaupt möglich ist. Was soll denn? Ja, Barbet, was ist denn jetzt los? Auf, das ist ja schlimmer. Also kannst sogar du für andere. Ich habe mir wohl ein Falschbild von dir gemacht. Mir ist es egal, wie du mich einschätzt. Ich wollte nur sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe. Jetzt tiefer. Was willst du damit sagen? Tiefer? Ich muss Erster sein. Erster. Verdammt. Ich kann immer so einen Vorsprung. Wie viele Stufen sind es dann noch? Frag sie doch einfach selber. Ist das vielleicht einer dieser Endlos-Treppen? Was meinst du? Ach, Blödsinn. Na schon, kann ja auch nicht sein. Erster! Was? Sind wir schon da? Noch nicht. Schon da? Ich sagte, noch nicht. Warte, deine Fragerei doch. Wir sind noch lange, 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 lange nicht da. Wurf.
verdammt nochmal, mehr reißt. Ich kehre um. Willst du die Treppen runterlaufen? Komm schon, Babette. Reiß dich zusammen. Ja, ich weiß nur, dass ich auch nur aus Fleiß und Blut bestehe. Wann man mal von meinem Arm absieht. Spring nicht mit mir um, als ob ich ein Ex-Mitglied von Zodiac bin. Und was ist mit mir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, mach doch, was du willst. Ich laufe jedenfalls weiter. Ja, Babette, du gehst als Erste. Du hast vernichtet, wann ich. Hä? Ich schon. Hä? Klaut geht. Tifa muss auf die Toilette. Aber sowas von. Oder was? Oh, keine Ahnung. Ja, in welchem Stock sind wir jetzt? Ich hab das Zählen aufgegeben. Wieso müssen die nur so hohe Häuser hinstellen? Diese Shinra, was die auch anstellen, es kommt nichts Gutes dabei raus. Sag mal, klettern da ein Kabel hoch, dann klettern wir Treppen hoch. Nur klettern, klettern. Mann, bin ich geschafft. Marlene, Vati wollte dich noch einmal sehen. Hör jetzt vielleicht mal auf, dich wegen dem bisschen Treppensteigen wie ein Idiot aufzuführen. Nicht mehr lange. Oder doch? Sind Feind nicht da? Nein, natürlich nicht. Wenn einfach war. Lift soll nehmen. Endlich! Und die Tür ist zu. Uff, endlich geschafft. Ich hoffe, es kriegt nie wieder in meinem Leben auch nur eine Treppenstufe zu Gesicht. Puh, das gibt einem wirklich den Rest. Aber jetzt geht's ums Ganze. Machen wir uns bereit. Ja, die Tür ist offen, Gott sei Dank.